Hallo, liebe Zuschauer. Wir sind hier bei Aquadeern und heute ist die Esther Großecker da bei uns. Sie ist. Erzähl mal, was bist du eigentlich? Ich arbeite als Therapeutin im Bereich Reinkarnations-, Regressionstherapie, transpersonale Entwicklungsprozesse, spirituelle Entwicklungsprozesse, wo Trauma Teil davon ist. Okay. Bearbeitung, Trauma. Genau. Du hast eh schon ein paar Videos gemacht mit Klienten, Patienten von dir. Und da habt ihr verschiedene Aquadea-Duschen besprochen. Und heute habe ich einen kleinen Test mit der Esther gemacht. Und zwar haben wir hier, ich halte es mal ganz nah hier rein, Methylenblau in Verbindung mit Aquadea Trinity Opulence Wasser. Das sieht dann so aus und die Esther kannte das nicht und sie hat einfach eine ganz wunderbare Wahrnehmung, also hat eine unglaublich differenzierte Wahrnehmung, auch nicht nur auf der geistigen Ebene, sondern auch auf der Körperebene. Esther, du hast das jetzt vorher getrunken, magst mal schildern, wie sich das in deinen Zellen angefühlt hat? Ja. Also der Hinweis war gut, dass es zellulär ist, das heißt, dann wusste ich, wo ich hinschauen darf, auf die zelluläre Ebene. Und ich habe es zuerst im Wasser gehabt und gehalten und der Körper selber ist in Widerstand gegangen, weil er das nicht kennt, sondern mein Körper kennt es scheinbar wenig und die Muskeln haben sich angespannt und es war so ein Unwohlsein da. Und in dem Moment, wo ich es getrunken habe und dann wahrgenommen habe und geschaut habe, was geschieht auf der zellulären Ebene, war es wie jetzt, ob sich die Information erstmal um die Zelle gehüllt hat. Und die Zelle selber war ganz entspannt. Also es waren der Körper, die Muskeln, die da in Widerstand gegangen sind. Und es war ein ganz fließender, weicher Prozess. Es ist die Zelle umhüllt worden und dann ist es wie in Diffusion in die Zelle hineingegangen, alles fließend, weich und in der Zelle selber gibt es ja in meinem Erleben ein bestehendes Ordnungsprinzip, das ich ganz gut über Fraktale beschreiben kann, also eine bestehende Bewegung, die da ist. Und diese Bewegung habe ich angeschaut und was geschieht mit dieser Bewegung? Das hat dann wie so einen Vlog nach unten gemacht in das Zentrum hinein und aus diesem Zentrum hinaus hat es wie so ein Sprenkler gemacht und alles hat sich neu versprüht in der Zelle. Und ich dachte, damit war es eigentlich schon fertig, aber war es nicht. Ich habe den nächsten Schluck genommen und dann geschaut, was geschieht jetzt. Und das, was dann eigentlich geschehen ist, ist, wie als ob die Zelleninnenwand versiegelt wurde, wie hermetisch abgeriegelt kam dann. Also wenn ich in irgendeiner Weise negativ erfahren wurde, sondern wie ein Schutzfilm, eine Versiegelung, die innerhalb der Zelle geschehen ist. Und dann haben sich die Zellinnenkomponenten wie scharf gestellt. Also wenn wir ein Bild anschauen und das ist nicht scharf, in dem Moment, wo diese Versiegelung stattgefunden hat, hat es wumm, wie scharf gestellt und die Konturen waren klar sichtbar, die einzelnen Teile in der Zelle waren sehr klar da, sehr belebt, sehr energetisiert, sehr frisch, einfach wie ganz, ganz klar und ganz präzise und lebendig da, sehr scharf. Ja, und dann hast du mich gefragt, ob ich das wiederholen kann, wenn wir das aufnehmen. Ich habe gesagt, ja. Okay, gut, vielen Dank. Gerne, gerne. Also, wo ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, habe ich gemerkt, wie es in meine Zellen reingeht und wie es dann warm wird, wie wenn die Zellen plötzlich mit Energie versorgt werden oder mit noch mehr Energie. Und über die Tage habe ich dann selber gewisse Entgiftungsprozesse erlebt. Ja. Und wenn jemand Stoffe zu sich genommen hat, meist experimenteller Natur, der scheint da gut profitieren zu können davon, dass die Sachen, die gegen seine Zellen gerichtet sind, wieder in eine höhere Ordnung kommen können. Und
dieses Methylenblau jetzt nur mit Leitungswasser hat bei weitem nicht diese durchschlagende Wirkung, wie wenn es mit hochverwirbeltem Aquadea-Wasser verwendet wird und natürlich auch gereinigtem Wasser. Also diese Kombi ist unglaublich. Ja, und ich hab mich jetzt noch nicht getraut, mehr als 2 Tropfen oder 3 Tropfen am Tag zu nehmen, weil die Wirkung schon sehr tiefgehend ist. Genau. Jetzt bin ich gespannt, wie es dir dann die nächsten Tage geht. Ich auch. Okay, gut. Liebe Zuschauer, einfach eine kurze Info von uns an euch, wenn wir schon diese Experimente machen, dass wir das ein bisschen nach draußen transportieren und auch Anregungen geben. Genau, das Methylenblau. Ich schaue mal, dass ich, das ist ein einprozentiges, dass ich unten einen Link hin mache, weil ich habe es von einem Verein in Hamburg, wo ich weiß, dass die sehr sauber arbeiten. Okay, also, danke, tschüss.